Hallihallöchen, wieder mal aus dem Zentrum der Macht, während ich hier meine Maus irgendwo hinpacken muss. Der Hochburg der Deutschen Yu-Gi-Oh! Community, dem Nexus der Energie, dem Zimmer versteckt im Schloss Hyrule, wo ich jetzt wieder in Bremen angekommen bin, nach der Deutschen Meisterschaft. Ich bin wieder da. Wochenende war echt geil. Ich präsentiere euch hier meinen kleinen Deutschen Meisterschafts-Recap, mein Deck, was ich so erlebt habe, was es so zu erzählen gibt und was ich so von dem Event halte. Erstmal ein paar Worte zur Deutschen Meisterschaft. Es war mal wieder ein super geiles Event. Wir hatten 807 Spieler, waren es, glaube ich. Die Halle war in Leipzig-Schkeuditz, Schkeuditz-Messe, wo wir genau wie bei der YCS war es, glaube ich, in Leipzig gespielt haben. Beide Hallen waren wieder offen. Wir hatten sehr, sehr viele Leute. Ich habe ganz, ganz viele alte Bekannte mal wieder getroffen, die man immer nur so einmal im Jahr sieht. Und das Turnier war auch ziemlich geil. Wir haben am ersten Tag 7 Vorrunden gespielt, am zweiten Tag 3 Vorrunden und dann Top 32. Ich sag von vornherein, ich bin leider nur 127. geworden, bin 6-4 gegangen. Wie sich das Ganze zusammensetzt, seht ihr hier auf meinem Matchup-Zettel. Werde ich gleich was zu erzählen, nachdem ich euch mein Deck präsentiert habe und das Deck euch mal nahe bringe. Und dann werde ich noch ein bisschen auf die Side-Events und all so ein Krams eingehen. Für alle, die es noch nicht gehört haben, gewonnen hat Duck mit Chainburner im Finale gegen Infernity. Und im Halbfinale, also dritter und vierter Platz, wurden ein Mermail und ein Frog OTK, das irgendwie so mit Tapdol und so ein Krams gespielt hat. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt's einmal mein Deck. Und dann werde ich euch auch erklären, warum ich was gespielt habe. Dann werde ich euch sagen, was ich daran ändern würde. Und dann geht's weiter. Also, ich fange jetzt erstmal an. Wir legen das Ganze hier einmal aus, damit ihr genau seht, was da gespielt wurde. Und zwar habe ich gespielt Evil Swarms. Hat sich ja schon so ein bisschen rumgesprochen. Ich bin der Meinung, dass Evil Swarm ein ziemlich gutes Deck ist. Aus dem einfachen Grund, dass wir bei Evil Swarm gute Matchups gegen gewisse Sachen haben. Wir haben ja Ophion halt, der im Endeffekt starken und großen Monstern wie Megalo und High Priestess der von Prophecy verbietet, aufs Feld zu kommen. Wir haben ein konstantes Monster, das uns eine Schutzkarte wie Pandemic raussucht. Außerdem haben wir starken Zugriff auf Exceeds und die Möglichkeit, gut gegen das Meta zu techen. Das ist mein Grund, warum ich das Deck gespielt habe. Außerdem liegt es mir einfach, ich mag es und ich wollte es ja schon in Lille spielen. Wir fangen einmal an. Hier unten 2 Rabbits, 1 Turbus, 2 Tourguides. Man kann sagen, ja, warum die Tourguides und den Turbus, wäre mein Handy wieder mal bimmelt. Ich bin der Meinung, dass die ganze Engine um Tourguide zu stark ist, meiner Meinung nach. Ich denke, dass man gerade Tourguide Turbus, dass man einfach 2 Tourguides nutzen kann, wenn man Tourguide Turbus hat und dann den ersten Tourguide wieder reinmischt, ist zu gut. Genauso wie ich der Meinung bin, dass Turbus ziemlich stark ist mit 2 Rabbits auf 3 Vanillas, dass man einfach den zweiten Rabbit nicht tot hat. Genauso finde ich es wichtig, ein Ziel für Tourguide zu spielen und die Engine selber finde ich auch gut. Da denke ich, kann man nicht so viel zu sagen. Da streiten sich so ein bisschen die Geister, ich bleib dabei. 3 Heliotrope als Vanilla, 3 Kester, der einfach sagt, zweite Normal Summon, absolut essentiell, muss man nichts zu sagen. 3 Mandragora, der als kleiner Cyberdrache agiert und einfach sagt, ich komme special, wenn der Gegner mehr Monster hat. Und nur einen Thunderbird. Thunderbird, finde ich, ist keine so coole Karte, aus dem einfachen Grund, dass er, ja, sich ähnlich verhält vom Nutzen her wie Mandragora. Sprich, wir wollen einfach ein Safe-Monster auf dem Feld haben, um zu exceeden. Da ist Mandragora aber schneller, kommt im gleichen Zug wie Thunderbird, wie das andere Monster und Thunderbird muss genormelt werden, geht dann raus, kommt wieder. Ist zwar safer, weil er natürlich nicht in Schutz reinlaufen kann, nichtsdestotrotz bin ich nicht der Fan davon, deswegen einer Main. Die anderen 2 sind im Board. Aber das war's auch schon mit meinen Monstern, wie ihr seht. Es sind nur 7, 9, 10, 15 Monster. Hat super gereicht, sage ich ganz ehrlich. Mehr habe ich nicht gebraucht und ich habe auch nicht mehr Monster vermisst oder so, muss ich gestehen. Wir gehen einmal weiter zu den Traps, zu den Spells, wie ihr hier seht. Da habe ich ein bisschen größeres Lineup gespielt. Das, was hier so ein bisschen funkelt, ist ein MST. Ja, ihr seht schon, mein Spell-Lineup ist ein bisschen größer oder ein bisschen extremer. Hier unten seht ihr meinen Spell-Trap. Schutz-Hate, sag ich einfach mal, mit 2 Lanzen, 2 Kleidern und 3 Infestation Pentamics.
Ja, die Pandemic ist natürlich die krasse Karte, die wir einfach aus dem Deck heraussuchen können mit Ophion, wo alle Evil Swarms quasi gelanzt sind bis zur Endphase. Viele spielen zwei, habe ich oft gesehen. Ich persönlich bin der Meinung, man muss drei Main spielen, um einfach das ganze Potenzial der Karte ausschöpfen zu können. Denn wenn du mal eine Starthand hast, dann willst du immer noch eine im Deck haben. Und die dritte ist nie schlecht. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe oft eine rausgeboardet. Hatte aber doch zu viel Respekt davor zu sagen, ich spiele nur zwei. Weil wenn ich dann gegen Backroll-lastige Decks spiele, dann helfen sie wirklich. Ja, zwei Kleider und zwei Lanzen habe ich gespielt, weil zwei Kleider sind saustark, um eben darauf hinauszugehen, dass der Gegner Monster-Effekte spielt. Die haben mir gegen Firefist und gegen Mermail haben sie mir sehr gute Dienste erwiesen. Die zwei Lanzen kann man sich drüber streiten. Ich habe sie gespielt, um halt den ultimativen Hate gegen Backroad zu haben. Die Lanzen waren auch super, haben mir viel gegen eben Firefist gebracht und haben mir auch eine Menge gebracht, wenn der Gegner einfach größere Monster hat als ich, weil das ist ein großes, großes Problem. Wenn du ein Monster überrennen willst, musst du dein Kleid aktivieren, um eben das Monster zu überrennen. Wenn du die Lanze hast, kannst du das Kleid behalten, musst es nicht gleich opfern, sage ich einfach mal, und kannst die Lanze einfach dafür wegmachen. Hast ja noch die Pandemics, die du aus dem Deck suchen kannst und kannst dann sogar um 800 decreasen. Das heißt, dein Ophion kommt einfach über auch 3000 drüber, was ja auch so eine krasse Grenze ist. Kommt über Abyssgaios und über so Geschichten. Ist ganz wichtig, deswegen fand ich die Lanzen echt gut. Muss aber gestehen, ich würde eventuell vielleicht jetzt ein Kleid spielen. Dann Reborn, Storm, Hole, Rota für den Castor, ganz wichtig, um auf First Turn Ophion zu kommen. Und zwei MSTs nur, der dritte ist im Side. Fand ich gut, das Spell-Lineup, muss ich gestehen, sind, wie ihr seht, 3, 5, 7, 11, 13. Fand ich gut, ich würde eventuell halt nur wirklich eine Lanze oder vielleicht beide Lanzen sogar kicken und Kleider mehr spielen, aber ich war damit sehr zufrieden. Jetzt kommen wir zum Trap-Lineup, wo ich beim Trap-Lineup natürlich ein bisschen gegen das Meta getecht habe und da mich sehr aufs Meta vorbereiten musste. Ich habe mit viel Mermail gerechnet und Mermail ist auch so der große Feind, sage ich mal, des Meta-Games. Deswegen habe ich erstmal angefangen mit zwei Kosmos, weiter mit zwei TTs, mit zwei Fiendish Chains, zwei BTHs, die schieben wir mal ein bisschen hier hin, dann sieht man sie nämlich noch. Ein Warning, ein Prison, ein Evac, ein Solemn Judgment und ein XYZ Reborn. Ihr seht jetzt schon, dass ich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz viel komische Sachen spiele. Und zwar spiele ich einen Turbus und ein XYZ Reborn mit dem blöden, Makrokosmos. Genau so heißt es. Mit Makrokosmos. Und dazu muss man ehrlich sagen, dass das komischer klingt, als es ist. Also es hat ziemlich gut funktioniert, sag ich ganz ehrlich. XYZ Reborn war quasi nie tot, weil Makrokosmos ist immer der erste Hate des Gegners. Wenn er einen Makrokosmos offen sieht, dann ist er im Endeffekt gezwungen, als Mermaid-Spieler den wegzumachen. Selbst die Firefist-Spieler wollen den Makrokosmos loswerden, um ihre Effekte nutzen zu können, weil Bär und Gorilla auch nicht mehr schießen können dann in dem Moment. Deswegen ist der Makrokosmos immer wirklich erstes Ziel gewesen. Deswegen war die XYZ Reborn quasi nie tot, hat aber wirklich dafür gesorgt, dass der Gegner echt nicht durchkam. Also du kannst wirklich ganz entspannt deinen Ophion einfach mal sterben lassen und deine Pandemic nicht benutzen, um dann eben diese, ich sag mal, Mindgames mit XYZ Reborn zu machen. Dass du einfach gegen Mermaid zum Beispiel wartest, dass er das Ding irgendwie mit Pike los wird, sich dann einen Keks freut, weil er irgendwie den Megalo oder das Abyss Toys spielen kann. Und dann machst du XYZ Reborn, ja, und dann hat er eine Karte abgeworfen. Ist passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Solemn finde ich persönlich wichtig, deswegen spiele ich's. Für mich ist es eine Staple-Karte, für viele nicht. Ich komme gut mit ihr klar, deswegen. Warning genauso, ich spiele ein Prison. Mittlerweile muss ich gestehen, ich würde es wahrscheinlich gegen eine Mirror Force tauschen, weil Prison ist wieder, ja, Prison gegen Force, diese Diskussion, ich mag Force einfach mehr. Ein Evac war auch gut. Dann die zwei BTAs sind Pflicht. Die zwei Fiendish Chains habe ich auch getecht gegen das Meta. Die Karte ist nicht so beschissen gegen Mermaid, wie man denkt. Im Endeffekt, um eben Sachen zu Fiendish Chainen, wie zum Beispiel einen Abyssgaios oder ein Big Eye oder sowas, oder mal ein Megalo, gibt es viele Kleinigkeiten. Aber auch im Mirror-Match ist sie gar nicht schlecht, wenn der Gegner Bahamut bringen will. Wobei man dazu sagen muss, ich habe kein einziges gehabt. Er ist auch nicht schlecht gegen Firefist. Also ich muss wirklich sagen, ich war überzeugt von Fiendish Chain. Zwei TTs, auch ziemlich gut. Und eben die zwei Makrokosmos, die waren getecht gegen vor allem Mermail. Haben mir sehr viel gebracht, werde ich euch gleich im Recap meiner Matches erzählen.
Wir sind hier bei 41 Deckkarten. 41 Deckkarten liefen ziemlich gut. Stack hat mich auch so vom Laufen her nicht enttäuscht. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Deck gewesen. Lief gut, ich habe keine schlechten Matchups insofern gehabt, habe nicht schlecht gezogen und all so ein Krams. Also ich dachte eigentlich, das Deck war gut vorbereitet. Sollte mich so nicht enttäuschen. Wir kommen einmal ins Extra-Deck. Da spielen wir einen Roborus. Ja, ich spiele Roborus. Zwei Ophion haben total gereicht, weil Ophion im Endeffekt, er kommt, er sucht, mit extra Zero-Born holt ihn wieder raus. Das passt. Ein dritter war nie nötig. Ein Bahamut, davon will ich mittlerweile sogar eigentlich fast einen zweiten spielen. Sehen, der Ophion schimmert hier so ein bisschen. Oh, glänzt halt, tut mir leid. Ein Thanatos, und ich sag euch ganz ehrlich, dieser Thanatos hat so harte Aufstände gemacht. Thanatos hat mir das Firefist-Spiel, das ich gewonnen habe, im Alleingang gewonnen. Die zweite Runde genauso, wo ich gegen Firefist gespielt habe, der ist einfach super krass. Du legst ihn hin, er ist unaffected von Monster-Effekten für eine Runde und dann legt er da mit 2,350, geschützt von Pandemic, beschützt von Clyde und Lanze, und dann kriegt der Gegner den einfach nicht mehr weg. Er kann mit Bär nicht drüber, er kann nichts machen. Und der ist einfach wirklich klasse. Dann einmal Shockmaster, muss ich denke ich nicht so viel zu sagen. Daigusto Emerald. Emerald, ziemlich gute Karte. Einfach zum wieder nachziehen oder um einen Vanilla rauszuholen. Einen Cowboy. Staple meiner Meinung nach. Zwei Dweller. Ja, habe ich getecht gegen Mermail schon, weil die meisten Mermail-Spieler denken, wenn du einen Dweller loswirst, dann war's das, da kommt kein zweiter mehr. Ja, ich habe es nie gebraucht. Ich habe einen Dweller ehrlich gesagt nur gebraucht. Das ist auch der Slot, an dem ich im Extra-Deck auf jeden Fall feile. Einen Maestroke, einen Leviathan für Level 3, einen Levi-Air. Dann hier oben geht's weiter mit einem Zen-Mains. Wir schieben mal hier hoch mit einem Zen-Mains und einem Temtempo der Trommel-Djinn. Ihr seht meine 15 Extra-Deck-Karten. Da muss man nicht so viel zu sagen, denke ich. Das sind größtenteils Staples. 4 Level 3er habe ich deswegen gewählt, weil ich mit Turbus nun mal eben die Möglichkeit habe, mehr Level 3er zu machen, nämlich ganze zweimal. Und Temtempo war wirklich ziemlich krass, genauso wie er. Im Endeffekt, jeder kam im Turnier mal. Maestroke, hier, das sind alles Staples. Also das ist der Punkt, wo man wirklich sagen muss, okay, Ausrufezeichen, dass ich Thanatos spiele. Genauso wie nur 2 Ophion, und Roborus ist eine gute Karte. Ich erzähle euch eine kleine Anekdote dazu. Ich kam nur auf Level 4 gegen einen Mermaid-Spieler, hatte im Endeffekt quasi nichts großartig, was ich machen konnte. Ich konnte 3 Level 4er aufs Feld bringen, hab den Shockmaster aber schon draußen gehabt und hab dann überlegt, ja, was kann ich jetzt machen? Und er hatte einen Zen-Mains und ich hatte halt den Makrokosmos, und ich konnte den Zen-Mains nicht angreifen, musste aber Druck machen, weil er nichts hatte. Und dann habe ich den Ouroboros gebracht, den Zen-Mains wieder auf die Hand gebounced, also ins Extra-Deck zurück, und konnte dann angreifen. Dann hat er eine Karte nachgezogen. Nächsten Zug habe ich halt einfach gesagt, okay, ich remove dir das 5. Monster aus dem Friedhof für Pott. Ha! Zufälligerweise sollte er dann natürlich ganz klar den Pott nachziehen. Und deswegen hat sich der Ouroboros in der Runde wirklich gelohnt. Und er kam nur einmal, aber er kam klasse. Und ich persönlich würde ihn jederzeit wieder spielen. Deswegen, das meine Wahl. So, das war das Extra-Deck. Ich denke, wie gesagt, da... Ja, das meiste ist Staple, und bei dem, während hier im Hintergrund irgendwie die Welt untergeht, bei dem, was man erwähnen muss, habe ich es getan. Dann kommen wir einmal zum Side. Da haben wir 2 Thunder Kings. Waren gut gegen Infernity, gegen Mermail, gegen Firefist, quasi gegen alles. Waren gut. 2 Thunderbirds habe ich geboardet gegen Backrow-lastige Decks. Mandragoras dafür immer rausgeboardet. Der dritte MST, Firefist, Backrow-Deck und all so ein Scheiß. Ein dritter Kosmos, vor allen Dingen gegen Mermail, muss man nichts zu sagen. 2 Mindcrush, sehr gute Karte, Mermail, Firefist, Prophecy, ganz ehrlich, gut. Finde ich Staple im Moment im Side-Deck. 2 DDVs, DDVs sehr stark gegen Windup und Mermail und was weiß ich was. Also ich habe ihn ein paar Mal geboardet, vor allen Dingen halt gegen die Thunfisch-Decks, gegen die ich gespielt habe. Und er kam leider nicht einmal. Ich hatte ihn oft, aber irgendwie hat es sich nie ergeben, dass ich ihn wirklich bringen konnte. 2 EEVs waren vor allem gegen Dark World und gegen Prophecy und gegen Firefist und sowas gedacht. Ich habe sie auch geboardet, habe sie aber nie gebraucht, muss ich halt ganz ehrlich sagen. 2 Dust Tornadoes, eben gegen Firefist und so Krams. Viel Backrow, das ist so der Horror des Decks. Wobei man sagen muss, man kann eben mit den
Thunderbirds und mit den Staubtornados ziemlich gut dagegen vorgehen. Deswegen Matchup verbessern. Und dann habe ich noch die eine Karte, die hat super Aufstand gemacht. Ihr seht, das sind 14. Mir hat eine extra Deckkarte, eine Side-Deckkarte gefehlt. Und die Karte, ja, das war eine Last-Minute-Entscheidung. Der hat super viel Aufstand gemacht. Der hat mir Runde 2 gegen Firefist im Alleingang gewonnen. Er hat mir Runde, ich glaube, 7 gegen Infernity, das zweite Spiel hat er mir gewonnen. Er hat mir Runde 9 gegen ein Undyne Mermail hat er mir einmal auch was gebracht und auch so in den Tests danach ziemlich krass und das war, kein Witz, Jinzo. Ich habe einen Jinzo geboardet, einfach als 15. Karte, gedacht war er aus Jux und Dollerei, ich dachte, ach komm, ich habe alles im Side-Deck, mir fehlt nichts, board ich einen Jinzo. Und ich sage euch, dieser Mann war einfach super krass. Also ich werde euch jetzt zwei Situationen nennen. Und zwar in Runde 2 gegen Firefist. Es steht 1-1. Der Firefist-Spieler fängt an mit Set Gorilla. Set 4 hinten. Ich gucke auf meine Hand. Starthand Turbos, MST, MST, Lanze, BTH. Und ich ziehe nach meinen Jinzo. Ich fange auch an. Set Turbos, Set BTH, MST, MST, Lanze. Er ist dran. Flip Gorilla. Ich BTH. Er Summon Bär. Ich gucke auf meine Hand. Denkst du, alles klar. Angriff. Ich Lanze, damit mein Turbos überlebt. Ich bin dran. Ich denke, alles klar, Jinzo, time to shine. Jinzo gespielt, er guckt seine vier Fallen an, packt seinen Bären total genervt in den Friedhof und Jinzo greift einfach dreimal an, so nach dem Motto, er zieht nach, fünfte Falle, sechste Falle, siebte Falle, ich ziehe nach, Tourguide Reborn, los geht's. 2-1 gewonnen, nur durch Jinzo. Infernity, es steht 1-1, ich fange an. Steht 1-0 für ihn, sorry. Ich fange an, Ophion 2 Set, er ist dran, Set 4, go, ich bin dran. Jinzo, er guckt mich an, Auto, scheiße, er zieht nach, ich zieh nach, Thunder King, Spiel vorbei. Und, also wie gesagt, Jinzo war ein unglaublich guter Mann auf diesem Event, ich werde ihn noch weiterspielen. Das ist mein Sideboard. Ich bin sehr zufrieden mit dem Side, ich würde vielleicht so ein bisschen an den DDVs ansetzen, ansonsten denke ich, kann man da nicht so viel machen. Side ist sehr wichtig, ich muss das jetzt auf jeden Fall einmal abändern, um eben in das kommende Metagame gehen zu können gegen Elemental Dragons. Aber das war das Deck erstmal. So, ihr seht schon, jetzt geht's los an den Matchup-Zettel. Da, der Matchup-Zettel. Ich habe gespielt, erste Runde Mermaid, 2-1 gewonnen. Zweite Runde Firefist, 2-1 gewonnen. Dritte Runde Samurai, 2-1 gewonnen. Vierte Runde Dinofist, Joel war das. Der ist auch in den Top 16 gewesen, hat da verloren. Da steht bei dummer Fehler... Ich habe 2-1 verloren, was daran lag, dass ich in ein Facedown-Monster von ihm gerannt bin. Er hatte schon einen Snowman-Eater im Friedhof. Ich habe angegriffen, es waren noch alle großen Gamebreaker von ihm, sprich Storm, Reborn, Hole, was weiß ich was. Alle großen Spelltraps waren noch drin, Removal war noch drin. Ich hatte Castor, Heliotrope, hätte in Thanatos gehen müssen, Thanatos-Angriff. Und hätte dann den Snowman sozusagen negiert, einfach blind. Und nächste Runde hätte er einen Bären gezogen, er wäre tot gewesen. Das Monster hätte alles sein können, weil er war ziemlich low und hatte eben nicht genug Life, um, wenn er, keine Ahnung, einen Bären ausgespielt hätte und dann Tanky gesucht hätte oder sowas, hätte ich ein Monster wie ein Heliotroph ziehen müssen, er wäre tot. Deswegen hätte das Monster alles sein können. War eine Fehlentscheidung von mir. Fünfte Runde habe ich gegen Monotunfisch gespielt. So, habe ich 2-1 gewonnen. Sechste Runde, da steht Undyne Tuna. Habe ich 2-1 verloren, unglücklich, kein Makrokosmos in drei Spielen gezogen. Siebte Runde Infernity, 2-1 verloren, ja, da kam der Jinzo, sorry, da kam der Jinzo wieder im dritten Spiel. Er hatte 3 Set, ich einen Thunder King, hat die vierte Set gehabt. Die vierte Set war Solem, leider Gottes hat er das Solem gezogen, eine Runde zu früh und hat mir das Solem dann gegeben. Dann leider 4-3 am ersten Tag. Achte Runde, kam mein Gegner einfach nicht, es war Sonntagmorgen um 8, er hatte keinen Bock, kann ich verstehen. Neunte Runde gegen Undyne Thunfisch wieder mal, 2-1 verloren und ja, das war, ich sag's, bring's auf den Punkt, es war ein Top-Deck Reborn. Spiel war 1-1, ich bin ins Ultra-Late-Game gekommen, wir haben gespielt und es war alles raus, ich hab Gungnir abgewehrt, 2 Megalos, was weiß ich was, alles wegbekommen. Hab's wirklich geschafft, lange. Ich bin mit Thunder King wieder ins Game gekommen, hab angegriffen auf seine 2 Setkarten. Ich hatte einen Mandragora nur noch auf der Hand, hab überlegt, wenn ich jetzt durchkomme, mache ich Mainphase 2 Cowboy, hab ich gewonnen, weil er hatte noch 2-5 oder sowas. Leider Gottes kam dann die Sphäre sucht Linde, ich gehe in Mainphase 2, mache einen Dweller.
Dweller greift nicht an, also Dweller-Effekt greift nicht an. Er ist dran, set ein Monster, set eine hinten Go. Die erkannte ich noch aus Turn 1, das war eine Undyne, die er sich gesucht hat. Habe ich einfach blind angegriffen, da kam schon von Kumpel vom Nebenan, oh, Dim Reads, und ich nur so, nee, die kenne ich noch. Dann bin ich wieder dran, ziehe leider nichts, da hätte ich nur ein Monster gebraucht, wäre durch gewesen, so nach dem Motto, noch ein zweites. Und dann ist er dran, guckt auf meine Live, 550, ich bin, er guckt mich an, guckt in seinen Friedhof, gibt mir halt die Hand, entschuldigt sich auch, das fand ich sehr gut. Und Reborn halt den Gungnir vor Game. War ein bisschen schade, weil er hat noch ein bisschen lange überlegt, aber es hat dann realisiert, dass mein Dweller nur 1-7 hat, weil kein Watermonster dabei war. Ja, sehr unglücklich. Und Runde 10, Samurai. Der hat nicht wirklich mit mir gespielt, der kam an, hat unterschrieben, ist gegangen, er hat keine Lust, wir haben ein bisschen getauscht, passt. Am Ende hat es nur für Platz 127 gereicht, wie ihr hier seht. Es ist ein bisschen schade, dass das Deck, weil das Deck mehr kann, muss ich ganz ehrlich sagen, und es ist ein bisschen schade, dass ich dann halt nur so schlecht abgeschnitten habe. Nichtsdestotrotz finde ich, es war spielerisch wohl meiner Meinung nach die, ja, beste DM oder das beste Ergebnis für mich eines Turniers, das ich lange hatte, was vor allem daran lag, dass ich eben spielerisch mich sehr gut eingelebt habe in das Deck. Das ist das erste größere Turnier, das ich mit dem Deck spiele. Ich habe sehr, sehr wenig Fehler gemacht, muss ich sagen. Ich habe ziemlich gut gespielt, finde ich. Es ist unglücklich, dass man das ein oder andere Spiel halt verloren hat. Vor allen Dingen so knapp. Ich habe kein Spiel wirklich 2-0 verloren, sondern immer nur ganz knapp. Ich konnte mit jedem Deck mithalten und ich persönlich denke, dass es auch das Eviswarm ein sehr gutes Deck ist, dass zu wenig Leute es probiert haben und zu wenig Leute sich wirklich trauen, Eviswarm zu spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, das Deck kann einiges und das Deck hat es wirklich verdient, weitergespielt zu werden. Deswegen wirklich, guckt euch Eviswarm an. Vielleicht sagt mir, was ihr an meinem Bild ändern würdet. Ich persönlich muss auf jeden Fall was ändern, denn jetzt im neuen Format haben wir Kirikion, um vielleicht eine kleine Aussicht zu geben. Wir haben mit Kirikion ein saustarkes Monster. Wo habe ich denn meinen Kirikion? Dann würde ich ihn euch spontan kurz zeigen. Wir haben ein gutes Monster mit Kirikion bekommen, dass das Deck eben nicht umsonst einfach nur stärker macht. Es sagt einfach, wir, so wie Sombris, wir entfernen ein Monster aus unserem Friedhof, und also einen Eviswarm, und dürfen dann ein anderes auf die Hand nehmen. Und dann dürfen wir eine zusätzliche Normalbeschwörung machen. Das ist ziemlich stark, das muss man so auf den Punkt bringen. Kirikion nicht umsonst im Moment eine sehr teure Karte. Der wird auf jeden Fall dreimal in dieses Deck reingeadet. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Wahrscheinlich muss man dann mehr aufs Metagame zuschneiden. Die Tourguide-Engine könnte gekickt werden, vielleicht mit Töpfen. Da muss ich mir jetzt meine Gedanken drüber machen. Nichtsdestotrotz, ich bleib dabei. Eviswarm ist ein saugutes Deck. Ja, das war soweit erstmal mein kleiner Recap hier. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat, dass ihr da auf jeden Fall mir so ein paar, dass ihr euch da so ein paar Schlüsse draus ziehen könnt. Ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen wieder an alle, die ich auf der DM getroffen habe. Ich stehe im Übrigen auch in der Coverage drinne. Link findet ihr auf der Amigo Homepage. Ich werde mal gucken, dass ich das da unten gleich reinpacke. Da gibt es einen Match-Up-Check zwischen Eviswarm und Mermail. Wo ich auch versuche, meine Deckstrategie so ein bisschen nahe zu bringen und zu erklären, warum ich gegen Mermail ein gutes Matchup habe. Ja, ansonsten möchte ich, wie gesagt, allen danken, die ich einmal getroffen habe. Ich möchte dem Marvin danken, dass ich seine coolen Leute kennengelernt habe. Ich möchte dem Momo wieder mal danken, meinen ganzen Bremer Leuten. Soul, super krass, der hat mitgespielt. Wir hatten super Spaß, ich habe ihm ein Deck zusammengeliehen. Deckprofile von dem Guten findet ihr heute oder morgen auf meinem Kanal, da unten auch. Das wird ein legendäres Deckprofile, glaubt es mir, ihr habt auf jeden Fall was zu lachen. Ja, ich möchte den ganzen Leuten danken, die so auf mich zugekommen sind und mit mir gelacht, geweint, gespielt, getauscht haben. Glaubt mir, ich hatte den Spaß meines Lebens wieder mal. Ich möchte euch danken, dass ihr zugeguckt habt. Weiter geht's auf jeden Fall mit eben den ganzen Videos von der DM. Und danach wird's auf jeden Fall weitergehen mit ein paar Sachen. Wir haben jetzt ein neues Format, Elemental Dragon Prophecy. Und so weiter und so fort. Da müssen wir auf jeden Fall rangehen. Ich sag dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich, wenn ihr mit dem Daumen hoch danken könnt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.